Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, das ganz, ganz kurz ist. Habt ihr wahrscheinlich ja schon unten gesehen. Und leider muss ich euch auch schon im Vorfeld sagen, es wird nicht super unterhaltsam sein. Aber umso wichtiger ist es mir, dass ihr mir ein kleines bisschen helft. Es geht nämlich jetzt explizit um eure Meinung. Das ist kein News-Video. Das klappt deswegen nicht, weil ich heute gar keine Zeit hatte, ein News-Video zu drehen. Dieses Video ist auch schon vor dem heutigen Tag entstanden. Irgendwie schizophren. Naja, morgen gibt es auf jeden Fall wieder ein News-Video. Aber es dreht sich um meine News-Videos. Die News to Go, die sind ja mittlerweile schon ein paar Monate alt. Ich glaube, im Oktober habe ich damit angefangen, immer unter der Woche abends ein News-Video hochzuladen mit den wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Tages. Die von euch Zuschauern, die wissen das. Und das macht mir auch immer sehr viel Spaß. Ich freue mich auch wirklich über die große Resonanz, die da immer kommt und das hohe Niveau in den Kommentaren unter den Videos. Also das freut mich wirklich sehr. Und ich finde auch, das ist eine ganz gute Sache. Also ich lerne da auch immer noch das eine oder andere, weil ich muss mich ja auf die Videos auch immer vorbereiten. Das Problem ist nur, dass ich in letzter Zeit immer mehr Probleme bekommen habe, diese Videos zu machen. Also die Videos zu drehen, das geht ja relativ schnell, aber sie vorzubereiten, zu schneiden, hochzuladen, mich um die Kommentare zu kümmern, das ist schon immer sehr viel Arbeit. Also nur damit ihr meine Hausnummer habt, pro Tag sind das 2, manchmal sogar 3 Stunden, die ich damit beschäftigt bin. Und ich habe ja noch einen Job, ganz normal, der mich auch mal 11, 12 Stunden beschäftigt am Tag. Da könnt ihr euch ja schon mal ausrechnen, wie viele Stunden am Tag ich nicht mit Freizeit verbringe. Ist nicht immer so, also ich will jetzt hier auch kein Mitleid, aber manchmal ist es schon sehr hart. Und ja, ich habe mir dann mal so überlegt, wie lange schaffe ich das eigentlich noch, diese Doppelbelastung, nenne ich es jetzt mal, obwohl mir mein Job Spaß macht und obwohl mir die Videos hier sehr viel Spaß machen, hinzubekommen. Also wie lange schaffe ich es noch, jeden Abend ein News-Video zu machen? Und ja, da wollte ich euch jetzt einfach mal fragen, wie es denn bei euch aussieht. Ich weiß, dass sehr, sehr viele von euch diese Videos gucken und dass sie auch einigen von euch vielleicht helfen in der Schule oder vielleicht so ein Ersatz für die Nachrichten zu dem Fernsehen, was mich unglaublich stolz macht. Also es haben mir schon einige geschrieben, dass sie nicht mehr die Tagesschau gucken, sondern meine Videos. Das finde ich total krass. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, als ich hiermit angefangen habe. Deswegen weiß ich, dass es durchaus auf positive Resonanz stößt. Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen muss ich hier ein bisschen was ändern. Das heißt nicht, dass es jetzt in Zukunft keine News-Videos mehr gibt und in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich jetzt erstmal noch so bleiben, wie es ist. Aber so auf lange Sicht gesehen denke ich darüber nach, ob ich nicht ein Video machen soll, das immer sonntags hochgeladen wird, also wirklich am Ende der Woche und die Themen der Woche zusammenfasst. Also vielleicht auch die 2 wichtigsten Themen, dann könnte man vielleicht auch die Zahl des Tages weiterhin machen, man könnte noch ein paar andere nette Dinge einbauen. Also ein News-Video, das nicht mehr täglich kommt, sondern noch einmal die Woche und dann halt Ende der Woche. Davon ausgenommen sind die längeren Videos, die ich ja bisher auch immer unabhängig davon am Samstag hochlade. Das würde ich auch dann weiterhin so machen. Vielleicht dann am Mittwoch ein längeres Video, Sonntag so ein News-Video. Das ist so eine Idee, die mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Wäre auch ein bisschen vereinbarer mit meiner Freizeit. Aber ja, die Frage ist, was haltet ihr davon? Fändet ihr sowas gut? Würdet ihr euch sowas angucken? Oder sagt ihr nein? Also wenn News, dann schon an dem Tag, an dem auch was passiert. Das ist eine Frage, die mir in meinem Kopf rumspukt, die ich jetzt gerne an euch weitergebe und bin gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren schreibt. Sagt ganz offen eure Meinung, mache ich ja auch immer und dann können wir gucken, was passiert. Diese Woche weiß ich übrigens auch nicht, ob ich jeden Abend ein News-Video hinbekomme. Ich arbeite schon sehr früh morgens und arbeite auch mal sehr lang bis abends und wenn ich dann um 12 Uhr nachts so ein Video hochlade, dann bringt das ja auch nichts. Also bitte nicht sauer sein, wenn diese Woche das nicht so zuverlässig läuft. Ich gebe mir Mühe, aber ich kann schon mal sagen, die News-Videos werden diese Woche relativ spät am Abend immer kommen. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr sie euch anschaut. Ja, das war's. Eine Frage von mir an euch diesmal. Keine News. News gibt's aber dafür auf meiner Facebook-Seite. Wenn ihr wollt, guckt da vorbei. Da poste ich dann heute ein paar aktuelle Sachen als Ersatz dafür, dass es heute kein News-Video gab. So, das war's. Jetzt habe ich doch länger geredet, als ich wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich viel zu selten. Danke, danke, danke und danke für die tollen Kommentare. Auch wieder unter dem Dschungelcamp-Video. Ich glaube, unter keinem Dschungelcamp-Video gibt es so niveauvolle Kommentare wie unter dem, das ich gemacht habe, was nichts mit mir zu tun hat, sondern mit euch. Also vielen, vielen Dank. So, jetzt aber genug geschleimt. Tschüss.